Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem Video und heute wollte ich mal ein bisschen mit euch über die Zerwelt in Pokémon Platin unterhalten. Doch, vor das natürlich das Übliche, einmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ich habe auch einen Reaction-Kanal und auch einen Digimon-Kanal. Beim Reaction-Kanal gibt es regelmäßig Reaction-Videos. Ja, ich weiß, letzte Woche kam da nichts, aber diese Woche ging es ja wieder los, okay? Link in der Videobeschreibung zu beidem. Beim Digimon-Kanal, ich mache genau das gleiche eigentlich wie hier bei Pokémon. Ich suche irgendwas raus, macht darüber Videos. Falls ihr Interesse an Dingen habt und meine Videos mögt, schaut doch gerne bei beiden Sachen vorbei. So, auf jeden Fall. Zerwelt. Also, wir hatten ja jetzt vor kurzem die Remakes zu Pokémon Diamant und Perle. Das ist schon tatsächlich einen Monat her. Es ist krass, wie die Zeit vergeht. Ich habe das Spiel nicht mal annähernd gespielt. Ich bin beim ersten Orden, habe ehrlich gesagt kein Interesse weiter zu spielen. Hab deswegen das Spiel auch nicht gekauft. War mein Bruder und ich habe ein bisschen angefangen. Ich fand es langweilig, deswegen habe ich es nicht gespielt. Egal, darum geht es nicht. Und zwar geht es mir heute um die Zerwelt. Denn in den Remakes gab es die Zerwelt ja nicht, zumindest nicht wirklich. Und ich habe darüber nachgedacht, was mich eigentlich, warum ich die Zerwelt eigentlich nicht so sehr mag. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. An sich finde ich nämlich, dass die Zerwelt eine gute Idee ist. Ich finde sie aber nicht besonders gut umgesetzt. Denn was ich besonders gut an der Zerwelt finde, ist nun mal den Kontrast, den man halt dort sieht zur normalen Spielwelt. Also es ist ja, gibt ja keine richtige Gravitation. Du kannst halt an den Wänden hoch surfen. Du kannst über Kopf laufen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich alles super interessant, auch ästhetisch gesehen. Passt das alles wirklich sehr, sehr gut zu Giratina und was sie halt verkörpern soll. Halt eine entgegengesetzte Welt zur normalen. Aber ich muss zugeben, dass ich es nicht mag, wie man dort halt quasi von Punkt A zu Punkt B kommt, oder generell, wie die ganze aufgebaut ist. Denn es ist nun mal so, dass es in der Zerwelt nichts gibt. Du kannst in der Zerwelt nichts tun. Das Einzige, was du tust, du kommst da rein, musst halt Vesprit, Selfe und Tobutz finden und danach musst du halt die Steine, die Stärkesteine halt zu deren Orten bringen und am Ende bist du einfach bei Giratina. Das ist leider ziemlich, ziemlich langweilig. Ich habe schon öfters darüber gehört, dass man halt mehr machen sollte und da bin ich halt auch mit dabei. Problem ist halt nur, es ist ein bisschen schwierig, da es die Zerwelt ist und du nicht zum Beispiel normale wilde Pokémon einbauen kannst. Es wäre zumindest thematisch gesehen ziemlich verkorkst, wenn man in der Zerwelt Pokémon finden könnte. Das Einzige, was man machen könnte, und das ist das Interessante, was, wenn es dort halt Pokémon gibt, welche, sagen wir, auch so ein bisschen schattenmäßiger sind, weil wir haben jetzt zum Beispiel in den Remakes ja Schattendiager gehabt, sowas ähnliches eigentlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich siehst, ich glaube, ich sehe Schattendiager. Und was, wenn dort solche Schatten-Pokémon gewesen wären? Welche Pokémon das gewesen wären, würde ich jetzt behaupten, dass am besten solche wären, die es halt im Kraterberg gab, weil man ja den Eingang mit der Sperrsäule hatte. Und man sagt einfach, zu dem Zeitpunkt gab es diese Pokémon dort gar nicht, aber als sich halt das Tor zur Zerwelt geöffnet hat, sind diese Pokémon einfach mit reingeflogen. Ich meine, die Sperrsäule, klar, da unten ist keine Pokémon, aber der Kraterberg, eingangs direkt da unten drunter, warum nicht noch ein paar mit reinziehen? Ich meine, why not? Und dadurch hätte man zumindest ein paar wilde Pokémon, die man halt dort bekämpfen könnte. Nicht fangen. Wichtig ist, dass man die dort nicht fangen kann, weil sie halt Schattenform wären. Aber es wäre zum einen ästhetisch gesehen ziemlich cool. Und zum anderen hätte man halt auch einen Grund, naja, rumzulaufen und gegen Pokémon zu kämpfen, weil es was anderes wäre, weil es interessant wäre. Wisst ihr, was ich meine? Was ich auch noch gut gefunden hätte, wäre, wenn vielleicht noch ein paar Team Galactic-Mitglieder eingesaugt worden wären und nicht nur Cyrus. Denn, naja, dadurch läufst du da einfach nur rum, machst dein Zeug. Aber wenn du ein paar Kämpfe gehabt hättest, wäre es zumindest auch interessant gewesen. Klar, einige würden bestimmt sagen, ey, das ist ja voll nervig, genau wie wenn ich halt irgendwo anders rumlaufe, da sind irgendwelche Gegner. Aber immerhin hätte man da dann was zu tun gehabt. Ich meine, stell dich vor, ihr lauft irgendwo rum und dann gibt es am Ende gar keine Trainer. Das ist zum Beispiel Siegestraße aus Gen 2 und deswegen finde ich die Siegestraße aus Gen 2 auch nicht gut. Ich weiß, es gibt einige Leute, die das mögen, weil du läufst da einfach durch in das Gleiche, aber Bro, das ist ja arschlangweilig. Also es ist ja wirklich mega langweilig, wenn du da nicht mal Gegner zu bekämpfen hast. Du gehst da einfach durch und ignorierst die einfach. Das fühlt sich für mich nicht wie eine Siegestraße an. Egal, das ist ein anderes Thema, egal, darum geht's nicht. Aber, wie gesagt, wenn da ein paar Trainer gewesen wären, ein paar wilde Pokémon gewesen wären, wäre das schon wesentlich besser gewesen. Außerdem, was für mich noch ganz wichtig ist in solchen Fällen, Items. Wieso gab es dort keine Items? Ja, natürlich auch wieder, das ist die Zerwelt, das ist anders und so weiter und so fort. Aber naja, es gab ja bereits, es müsste ja schon mehrere Tore zur Zerwelt gegeben haben. Also im Sinne von, das ist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass die Zerwelt irgendwie dort auftaucht. Zum Beispiel, wie wir in normalen Spielen gesehen haben, dort konnte man ja auch zu Giratina gehen in so einer Höhle. Und am Ende kam man bei einem Ufer wieder raus. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Portale, die wahrscheinlich irgendwie Giratina mit der Zerwelt in der normalen Welt verbindet. Und wenn man das einfach nutzt, kann man sagen, keine Ahnung, hin und wieder kommen diese Portale und dann fliegt da einfach irgendwas durch, lore-technisch. Das wäre kein Problem. Pokémon würde ich sagen, ein bisschen schwieriger.
Und dann sagen, ey mein Gott, die Pokémon haben seit Ewigkeiten gelebt, finde ich ein bisschen dark. Aber wenn man jetzt sagen würde, ein paar Items fliegen dadurch. Und dann findet man da einfach, keine Ahnung, einen Beleber, vielleicht ein paar Top-Tränke, vielleicht ein Nugget oder ähnliches. Einfach Items, die einen Sinn haben, da rumzulaufen. Weil normalerweise mag ich halt Dungeons, weil ich laufe da durch und ich suche den richtigen Weg. Aber bevor ich den richtigen Weg langlaufe, möchte ich eigentlich immer erst in alle Sackgassen reingehen. Ich schwöre bei Gott, alle JRPG-Spieler wissen genau, wie ich mich gerade fühle, zu 100%. Und zwar möchte ich immer erst in die Gassen reingehen, um zu gucken, ob man da irgendetwas finden kann, irgendein Item, irgendwas anderes Wichtiges. Und danach möchtest du erst den richtigen Weg laufen, damit du auch ja nichts verpasst. Könnte ja sein, dass dort irgendein Upgrade liegt, wenn man zum Beispiel jetzt noch die Metroid-Spiele sieht. Du möchtest halt erstmal in die Sackgasse reingehen, gucken, ob du ein Upgrade findest und danach gehst du woanders lang. Das ist so typisch für so Dungeon Games und das gehört für mich auch mit dazu. Und das ist das Problem. Das gibt es in der Zerrwelt einfach nicht. In der Zerrwelt hast du einfach nur die Zerrwelt. Nichts zu tun. Du läufst durch, du hast quasi ein Ziel, aber jetzt, wenn du in der Sackgasse ankommst, fühlt sich das nicht befriedigend an. Du hast nicht irgendwie das Gefühl, ja, geil, jetzt bin ich hier lang gegangen und es hat mir was gebracht. Nein, das ist eigentlich nur pure Zeitverschwendung. Und das ist ziemlich dumm, da es dadurch nicht befriedigend ist, diese Dungeon zu erkunden. Und es muss dem Spieler Spaß machen, einen Dungeon zu erkunden, damit ein Dungeon auch einen Sinn hat. Denn sonst ist es nichts weiter als ein Ort, wo kein Spieler hinbegehen will. Weil, stell dich vor, ihr werdet in den ganzen Spielen, kommt irgendwo rein in einen Dungeon oder sonst irgendwas in ein, muss kein Dungeon unbedingt sein, kann auch ein Hauptquartier von irgendeinem Gegner sein oder sonst was, je nachdem welches Spiel ihr gerade spielt und ihr habt da nichts zu tun. Ihr geht da einfach nur durch und das war's. So fühlen sich ja wahrscheinlich die ganzen COD-Spieler, scheiß Spielereihe und so weiter und so fort. Das ist halt einfach nicht gut. Deswegen wollen ja auch ganz viele, zum Beispiel COD-Spieler jetzt, die alten Teile zurück, weil es da wesentlich mehr zu tun gab. Jetzt geht es einfach nur durch und das ist langweilig. Das will man normal nicht haben, weil das nicht befriedigend ist. Und deswegen haben auch so viele Leute ein Problem mit der Zerrwelt. Ja, natürlich, es gibt genug Leute, die feiern die Zerrwelt. Und das ist auch verständlich, weil sie thematisch gesehen wirklich gut ist und an sich auch cool aufgebaut ist. Aber das macht sie spielerisch nicht weniger schlecht. Was ich auch noch gut gefunden hätte, wie ich vorhin angesprochen hatte, mit den ganzen verschiedenen Zerrwelt-Toren, die es geben könnte, wo irgendwelche Items reinkamen. Was wäre, wenn man zum Beispiel mit der Zerrwelt verschiedene Ausgänge gemacht hätte für die richtige Welt? Zum Beispiel, ihr kommt bei einer Sackgasse an, aber das ist nicht wirklich eine Sackgasse, das kann man zum Beispiel machen, aber wenn man zum Beispiel nicht die Items einbauen möchte, wenn man nicht sagen möchte, ja, ich habe da jetzt die Items eingesaugt und so weiter und so fort, wenn man das zum Beispiel nicht nutzen möchte. Wie gesagt, im Original kam man dadurch bei einem Ufer raus, also ein Diamant und Perl. Was man zum Beispiel, je nachdem welchen Weg man lang gegangen ist, einen anderen Ausgang findet von der Zerrwelt und vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, ich weiß es nicht, das finde ich halt ein bisschen schade, wenn es nicht beim ersten Mal wäre, weil man dadurch halt wieder auch beim ersten Mal ziemlich langweilig hätte, aber dadurch hätte man nochmal die Chance reinzugehen, aber das macht es beim ersten Mal immer noch relativ langweilig, muss man halt gucken. Aber sagen wir, am Ende ist da ein Tor und dann kommst du halt einfach woanders hin, wo du vorher nicht hin konntest. Zum Beispiel gibt es ja ganz viele Stellen in der vierten Generation in Sinnoh, wo du kraxeln musstest. Kraxler ist eine absolut beschissene VM, die ist absolut unnötig und ich verstehe nicht, warum sie existiert. Was, wenn man diese Stelle nicht genommen hätte fürs Kraxeln, sondern dort sich dann ein Tor von der Zerrwelt geöffnet hätte, wenn man dann da durchgeht, kommt man bei diesem Item an, oder was auch immer da ist, kann auch eine neue Route sein oder sonst was, und dann kann man dort halt Pokémon fangen, das Item bekommen und. Das wäre wesentlich sinnvoller als Kraxler gewesen, weil Kraxler ist eine scheiß VM, die ist unnötig und die vierte Generation hat genug von denen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn man die Zerrwelt als Overworld hätte nutzen können, also ihr wisst schon, so als Hubworld, wo man halt von Ort zu Ort kommen kann. Vielleicht auch Abkürzungen irgendwo hin, muss nicht unbedingt wichtig sein, so quasi in dem Sinne, quasi Sackgassen. Wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, einfach irgendwo in Herzhofen reinführt, was dir halt nichts bringt, weil du willst nicht nach Herzhofen. So als Beispiel, wenn es mehrere von diesen Orten gegeben hätte, wodurch man dann an verschiedenen Orten angekommen wäre und neue Items bekommen hätte, vielleicht neue Routen gefunden hätte, um Pokémon zu besiegen. Wie gesagt, im Original kam man bei einem Ufer raus, wo man vorher gar nicht hin konnte. Das war ja bei der Route zwischen Weideburg und Schlaede. Dann kam er plötzlich einfach rechts zu einem Ufer und plötzlich, boom, hi, was geht? Und denkst du, okay, alles klar. Und das wäre ziemlich, ziemlich cool in meinen Augen gewesen. Aber das sind, wie gesagt, nur meine Gedanken zur Zerrwelt. Vielleicht feiert ihr die Zerrwelt, vielleicht findet ihr die absolut schrecklich. Ihr könnt mir auf jeden Fall sagen, falls ihr die nicht mochtet oder falls ihr die mögt, wie ihr meine Ideen dazu findet, wenn ihr die zumindest verbessern könnte. Und sagt mir auf jeden Fall allgemein auch, wie ihr findet, dass man halt die Zerrwelt hätte machen können, weil ich glaube, man hätte da einiges verbessern können. Nicht nur mit den Ideen, die ich jetzt hatte, sondern generell auch andere Ideen. Ich würde mich auch über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen, wenn ihr noch mehr Pokémon-Videos sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.